Leute, mein Name ist NimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, ich bin sehr, sehr gehypt, denn wir drehen heute Erkenne die Cheerleaderin. Haben sich sehr, sehr viele von euch gewünscht, deswegen haben wir das Ganze heute umgesetzt. Das heißt, von allen Teilnehmerinnen, die gleich reinkommen werden, werden alle behaupten, professionelle Cheerleader zu sein. Aber tatsächlich sagt nur eine Person die Wahrheit, der Rest lügt uns eiskalt an. Ja, ist eine geile Folge geworden, Freunde. Wie ihr wisst, ich liebe Wasser. Und deswegen muss ich sagen, es gibt gerade richtig, richtig geile Aktionen bei AirUp. Vom 7.11. bis zu Weihnachten gibt es Holiday Bundles. Deswegen checkt unbedingt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. AirUp, ihr wisst, Freunde, ich liebe AirUp. Ich bin gar kein Fan von zu viel Zucker. Hier das. Denkt dran, Wasser ist das Wichtigste. Und bei AirUp habt ihr einfach das Geile, dass ihr am Ende des Tages nur Wasser trinkt, aber das Gefühl habt, dass ihr trotzdem ein bisschen was anderes trinkt, weil der Geschmack wird sozusagen über die Nase aufgenommen. Ihr habt das Gefühl, ihr trinkt was anderes, aber am Ende des Tages trinkt ihr nur Wasser. Richtig nice. Ich bin ein riesen Fan davon. Das Ganze passiert mit diesen Duftpads hier, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Werden nochmal ein bisschen was darüber erzählen, aber ich denke mal, ihr kennt es auch alle schon. Wie gesagt, nur genau jetzt lohnt sich das extremst, weil es halt die ganzen Holiday-Bundles gibt. Deswegen immer mal wieder in den Shop schauen und gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung. Ansonsten, Freunde, wie ihr wisst, das Ganze mache ich heute nicht alleine, sondern ich habe mir natürlich Special Guests eingeladen, die mir heute dabei helfen sollen, die echte Cheerleaderin zu erkennen. Und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht was rum, sondern diese Special Guest einmal bitte! Hey. Oh mein Gott! Wie geht's dir? Wie geht's dir, Bruder? TikTok hat aus? Nein. Achso, was sonst? YouTuber. Achso, Streamer, glaube ich auch, ne? Und Investor seit Neuem. Was? In was? Comics. Comics? Ja. So ein Comics. Ich habe mir einen Comic gekauft letztens. Okay. Interesting. Jungs, habt ihr Durst? Ja. Oh mein Gott. Ich hab ehrlich Durst, ich hab ehrlich Durst. Wirklich? Ja. Dann haben wir AirUp für euch. Kennt ihr AirUp schon? Natürlich. Nur von deinen Videos. Das Geilste überhaupt, oder? Ich liebe AirUp, Digga. Weil am Ende des Tages trinkt ihr nur Wasser, aber der Geschmack wird über die Nase aufgenommen und du denkst, du trinkst was anderes. Ey, ich bin jetzt richtig gespannt, ne? Hast du noch gar nicht? Nee, nur von deinen Videos hab ich's gesehen. Das ist echt heftig, Ahmed, gell? Du musst es mal ausprobieren. Ich nehm AirUp. Ich nehm das. Ja, und es gibt auch verschiedene Geschmäcker. Du machst den Duftpot, setzt du einfach drauf. Okay. Und ganz wichtig ist, dass du das Ganze dann hochziehst. Du hast mir das gut beigebracht, Hamid. Nahim, ich muss das reindrücken und genau. Dann kurz wieder und dann so wieder hochziehen, hoch. Genau. Und dann einfach Ding so unten lassen, genau. Gell? Alter, wie das aussieht. Wie sieht das aus? Boah. Sieht so aus wie Guava. Aber bei mir ist falsch. Ja. Für die, die wissen wollen, wie so ein Pot aussieht, so genau so sieht das aus ungefähr. Mhm. Einfach so da drauf, oder was? Mhm. Okay. Geil, Alter. Auf Boden lassen. Ja, du kannst auch annehmen, nur nicht. Digga, berauschend. Das ist krass, ne? Das ist ehrlich ein bisschen berauschend. Sei ehrlich, man denkt, man trinkt was anderes, ne? Aber du trinkst ich muss lachen, weil ich dachte, da kommt nur so ein Geruch, ja. Aber es ist so ein bisschen... Schmeckt so, gell? Wie Geschmack? Also man schmeckt Wasser, mhm. Aber es ist anders auf jeden mhm. Fall. Das ja. Ist cool. Ja. Als Wasser? Nein, ehrlich, cool, wirklich. Ja, aber es freut mich richtig, dich wieder so gesund zu sehen, weißt du? Dankeschön. Du bist wieder, du strahlst so, siehst ja. Auch richtig gut aus. Beim letzten Mal, Gesicht war ja wirklich komplett entstellt. Aber ich sah trotzdem gut aus. Du sahst trotzdem gut ja. Aus, ja. Aber jetzt noch besser. Dankeschön. Ja. Mir geht's gut, Jungs, mir geht's gut. Nice. Ziehst du auch Fitness durch? Jetzt wieder, ich darf ja. Erst seit einer Woche ja. Wieder. Apropos Fitness, Jungs, heute drehen wir Erkenne die Cheerleaderin. Niemals. Ja, Mann. Ich war 4 Jahre lang Cheerleader. Ernsthaft? Natürlich. Willst du das vorführen? Natürlich. Let's go. Come on. War er ehrlich Cheerleader? Ja. Ich weiß das noch von seinen Videos. Schatz, aber mein Tütü, gell? Ja. Ja. Oha! Oha! Voll gut. Seht ihr das, hä? Ehrlich krass. Geil. Yeah. Ich will mal gucken, ob die anderen das heute hinbekommen, Digga, ehrlich. Geil, das heißt, wir haben Experten heute natürlich. Natürlich, ja, klar, Bruder. Ich bin gespannt. Okay, dann würde ich sagen, starten wir gar nicht was rum, oder? Folge. So, mit unseren Teilnehmern. Ja, mach bitte rein!
gespannt, Jungs. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Boah, schwer, ja? Alle auf jeden Fall sehr jung, ne? Sehr jung, ne? Mhm. Ist mir auch schon aufgefallen. Was sagst du, Sammy? Bruder, schwer, Bruder. Bei mir, wenn ich an Chile da denke, ich denke an so High School Musical und so Geschichten. Ja, ja, genau. Und so Football-Geschichten und so, ja? Ich bin gespannt, Bruder. Ich sag dir Die Outfits passen auf jeden Fall nicht, muss man sagen. Nee. Ich glaube, Hamid hat auch was anderes erwartet, ne? Ich dachte, jetzt kommen so Cheerleader-Outfits. Ja. Ja. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen gucken können, wem steht es mehr, wer... Das ist dein Job, Bro, ja? Weißt du, ja. Damit haben wir nichts zu tun. Ich muss aber meinen Test heute durchführen, ob die sich so bewegen können wie ich. Weil muss als Chili da, oder eigentlich nicht? Schon, eigentlich ja, schon. Ja, ich will sehen, von jedem. Okay, ja, ich bin gespannt. Da kannst du dich die erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Ja, hi, ich bin Sabrina. Ich bin 19 Jahre alt. Und habe seit einem Jahr jetzt mit Cheerleading angefangen. Okay, und wo machst du Cheerleading? Bist du für einen Verein tätig oder? Ich bin bei den Wildcats in Leverkusen. Wildcats, ist das nicht von High School Musical sogar, die Mannschaft? Das könnte man denken, aber ist es nicht tatsächlich. Doch, ihr habt den Namen geklaut. Ja, das könnte sein. Ja, dann sag das doch auch. Ach, so eigene Cheerleader-Verein ist das? Ja. Der Name ist aus High School Musical. Krass, ja. W-A-R-D, Wildcats. Macht ihr das auch so? Nee. Nee? Was macht ihr? Was ist dein Job? Mein Job? Mein Job ist, die Leute zu entertainen und Spaß dabei zu haben, natürlich. Nein, Mann. Das hört sich sehr lasch an. Sehr lasch an, ja? Sehr lasch an. Ein Penner auf Straße mit einem Schüssel, der will auch Leute entertainen, ein bisschen Kleingeld verdienen. Was ist dein Job? Was hast du für eine Position als... Ich tanze. Tanzen? Genau, ich tanze und mache dann zwischendurch noch Stunts. Tanz rückwärts, Salto? Nee, das geht nicht. Dann bist du scheiße. Nein, Spaß. Nein, meinst Spaß, du? Spaß. Ich kann einen Ratschlag. Was? Handschlag? Ratschlag. Okay, zeig mal Handschlag. Ratschlag? Ja. Jetzt direkt schon, oder was? Aber mach vorsichtig, mach vorsichtig. Ja, mach ganz vorsichtig. Okay. Okay, das war gut, ja? Das war gut. Okay. Du bist doch nicht scheiße. Du bist doch nicht scheiße, war gut. Okay, interessant. Ja, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Hallo, ich bin Saskia, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Quakenbrück und ich mache seit 2016 Cheerleading im Verein. Aus wo? Aus Quakenbrück, das ist ein kleines Dorf. Gute Besserung, nochmal? Quakenbrück. Krank, ja? 2016, sehr lange, ne? Das ist schon echt lange. Seit 7 Jahren. Das heißt, du musst es eigentlich richtig gut können, ne? Ja. Kannst du auch das, was sie gerade gemacht hat? Nee, also wir haben uns auf Cheerdance fokussiert, also wir tanzen eher und machen nicht so viele Stunts. Ab und zu auch mal, aber eher tanzen. Kannst du mal sowas vorführen? Könnte ich, aber unsere Tänze sind von der, also wir kaufen unsere Tänze von Choreografen aus USA. Die machen die Tänze für die NBA. Ja, die urheberrechtlich geschützt. Genau. Ernsthaft? Ja. Bruder, chill mal, ja. Was? Das ist aber auch eine geile Ausrede, muss man sagen. Ja, ne? Aber ich weiß, was ich komisch finde. Hm? Sie sagt, ja, ich kann keine Stunts zeigen und so weiter. Wir machen mehr Tänze. Ist sie da nicht Tänzerin? Stimmt. Aber wenn sie sagt, ja, ich kann eigentlich nur tanzen. Was unterscheidet dich denn von normalen Tänzern jetzt? Dass wir das bei Basketballspielen machen, zum Beispiel auch mit Pompoms. Und wir machen natürlich auch in den Ecken Sidelines. Wir rufen Go Dragons, also unsere Basketballmannschaft heißt Adler Dragons bei der Pro A. Also jetzt einfach so ein Fanclub. Ich muss ein bisschen triggern, Bruder, damit die Leute auch was zeigen. Guck mal, bei ihr, ich hab gesagt, sie war scheiße, Bruder. Der direkt hier, der hat mich überzeugt bis jetzt, sag dir ehrlich. Ja. War gute Performance. Das heißt, du kannst gar keine Moves zeigen. Alle sind urheberrechtlich geschützt, oder wie? Ja, ich könnte das Intro zeigen. Also, wenn die Spieler reinlaufen, machen wir mal ein Intro. Okay. Ja, aber hast du nicht so ein paar Moves von dir? Ich meine, wenn man das 7 Jahre macht, da musst du auch eigene Sachen eigentlich einfach schon, haben. Du musst ja jetzt nicht eine Choreo vorführen. Mach Spagat. Boah, ich glaube, da müsste ich mir erstmal lieber dehnen, weil ich habe später ich hab noch... direkt gemacht, ja? Hier einfach locker leicht einen Spagat gemacht. Und ich bin 45. Ja, mach einfach irgendwas vor. Zeig uns einfach irgendwas. Ja, wollt ihr Musik anmachen oder einfach? Ich sing einfach was, okay? Ja, mach einfach. Smack that all on the floor, smack that, give me some more, smack that, don't you be so, smack that, oh, smack that, she wants you go, smack that, schon rust and rust, rust and rust. Krank! Stark! Richtig! Aber das Applaus. War schon professionell. Respekt, dass sie sich getraut hat. Safe. Professionell würde ich nicht sagen. Ich war echt nicht Nintendo gut. Switch aus. Kennst du diese Wii? Diese Just Dance auf Wii so? Hat mir auch mehr Vibes davon gegeben. Ja. Also ich fand's jetzt nicht schlecht, ne? Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht so die Moves einfach so ganz schnell immer machen, die sie gemacht hat. Aber nach 7 Jahren Cheerleading sah mir das nicht aus. Der hat mir noch ein bisschen gefehlt. Okay, dann machen wir weiter. Dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Hi, ich bin Melody, 19 Jahre alt und ich tanze seit 6 Jahren. Hatte aber während Corona 3 Jahre Pause und bin jetzt wieder seit 4 Monaten dabei. Ah, du tanzt? Das heißt, sie ist keine Cheerleaderin. Doch, also wir tanzen Cheerleader.
Wir machen Chair und Hebungen, aber dieses Choreografisches für so Basketball oder so, das machen wir jetzt nicht, sondern wir sind eher tatsächlich viel auf Turnieren oder auf geplanten Auftritten, zum Beispiel das Thema mit Bezahlen. Ich werde persönlich nicht bezahlt, aber mein Verein wird dadurch bezahlt und somit können wir uns das auch leisten, dass wir tanzen können im Verein. Kannst du das machen, was sie gemacht hat? Im Ratschlag? Ja. Also, da bin ich ehrlich, ich bin eher bei den Hebungen dabei. Ich habe eine Körperspannung 1A, kann jeden heben, kann auch bei jeder Hebung dabei sein. Ich kann tanzen, aber so ein Ratschlag... Also kannst du Spagat? Spagat kann ich, bin nicht aufgewärmt, da würde ich mich jetzt eine halbe Stunde aufwärmen dafür. Ich hab direkt... Doch, nein, das stimmt, ehrlich. Echt? Ich glaube, du musst dich ehrlich... Also das, was du gemacht hast, war halt einfach gefährlich. So, du hast ehrlich? Einfach direkt Spagat gemacht. Du musst dir das vorstellen, das ist ja noch gar nicht gespannt, die sind ja noch richtig eng und dann musst du die erst auflockern. Boah, will ich mir sagen, ich bin ausgeleiert oder wie, ja? Weiß ich nicht. Ich hab direkt... Ja, okay, scheiße, Digga. Aber weißt du was, ich finde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das ihre Taktik war, aber sie hat eine Hose mit einem Riesenloch und man sieht einfach so Tapes. Also ich habe die Tapes tatsächlich auch an meiner Rippe. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin viel bei Hebungen dabei und leider ist vor 2 Wochen ein Missgeschick passiert, da habe ich eine Schiene getragen und jetzt trage ich nur noch diese Tapes, damit das alles standhaft halt. Das habe ich auch an der Rippe, dass öfters hier sich was verschiebt. Okay, ich habe noch eine Frage. Warte, aber bevor du die Frage stellst, egal was auch immer es ist, sie wusste auf jeden Fall, wenn sie diese Hose anzieht, dass wir die Tapes sehen. Ja, also ich bin euch ehrlich, natürlich wollte ich das irgendein Tape sehen, aber ich wollte auch nicht bauchfrei kommen. Hm. Okay, meine Frage ist, gibt es in deinem Programm auch Copyright? Also nein, wir haben 3 Trainerinnen. Wir machen das alles zusammen. Wir haben unsere Share, die sind natürlich, also jeder hat dieselben Shares, da machen wir natürlich dieselben. Also das, was sie erzählt, gibt's gar nicht? Also das weiß ich jetzt nicht so genau, ob man das sich jetzt kaufen kann, aber wir haben einfach 3 Trainerinnen, die machen das für uns. Wir haben jeden Mittwoch, Freitag Training, da üben wir unsere Choreografie. Die würde ich jetzt auch nicht gerne präsentieren, weil wir haben nächsten Monat unsere ersten Auftritte damit, da möchte ich jetzt nicht spoilern. Ich kann euch aber gerne so eine Share zeigen, wenn ihr möchtet. Okay, gerne, kannst du uns was zeigen, aber... Für welchen Verein bist du nochmal tätig? Ich bin für den MCC Rot-Weiß tätig. MCC Rot-Weiß? Genau. Und ihr macht so Basketball-Events und so Geschichten? Nee, also wir sind tatsächlich nicht so oft auf so Sportsachen dabei. Wir bereiten uns eher für Turnieren vor. Deswegen habe ich ja gesagt, dass wir nächsten Monat einen Auftritt haben. Und da würde ich halt noch nicht gerne die Sachen spoilern. Okay. Weil es gibt ja immer Konkurrenz. Und wenn ich das jetzt präsentieren würde, was bei uns ist, dann sieht man das ins nächsten Monat schon bei einer anderen. Okay. Weißt du? Und das wollen wir halt nicht. Sehr smarte Ausrede, muss man sagen. Ne? Also für mich, sag dir ehrlich, bis jetzt, sie ist mein Favorite. Weil die hat gezeigt, Bruder. Die war direkt Im so Ratschlag locker. Ratschlag könnte ich auch machen, aber ich weiß halt nicht, ob ich das schaffen würde. Na, dann mach's nicht. Wie abgefuckt. Dann mach's nicht, wenn du Bruder, die sagt, die ist verletzt, Cousin. Als ob ich die jetzt einen Ratschlag machen lasse, Bruder. Am Ende liegt hier so, Cousin, wir müssen einen Krankenwagen holen, ja? Okay, ja gut, dann dank dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Hallo, ich bin Efia, ich bin Studentin und nebenbei mache ich Cheerleading bei den Essendia Cardinals, aber so wie die anderen mache ich auch eher Cheerdance. Essendia Cardinals? Essendia Cardinals, ja. Was ist das? Das ist die Mannschaft in Essen. Die machen auch Football, aber wir sind deren Cheerleader. Und was studierst du? Management and Economics. Economics. Krank, okay, ja. Können wir mal was sehen? Ja, also die auf jeden Fall, genau wie gesagt, sie hat auf jeden Fall recht. Wenn eine Saison bevorsteht, jetzt auch im Dezember, dann macht man nicht die Choreos, die man gerade lernt. Aber ich war mal in Amerika für ein halbes Jahr und da war ich auch bei den Cheerleadern und da kann ich ein bisschen was zeigen. Alright. Weißt du, was die mir für Vibes gibt? Genau so wie sie. Also die beiden geben mir voll die Dancer-Vibes. Die sind einfach richtig... Ja, das sind Tänzerinnen. Tänzerinnen, Bruder, weißt du? Aber zeig mal ein paar Dance-Moves erstmal ein bisschen. Soll ich einfach zählen? Mach, wie du möchtest. Das Problem ist ehrlich, wenn wir Dance-Moves sehen, dann können wir gar nicht sagen. Also es kann ja gut sein, dann können wir aber nicht sagen, Es müssen schon Cheerleader-Dance-Moves sein. Es muss schon uns irgendwie versuchen zu überzeugen, dass du Cheerleaderin bist. Okay. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also da machen Pause und so cheeren und so. Dann geht's weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, okay, sieht gut aus. Ja, aber ist es nicht so, dass Cheerleader so auch dazu Sounds machen? So? Oh ja, wir haben so einen, also zwischen den Choreos und auch nach, da sagt man halt so einen Spruch so, yeah, go. Mach mal diesen Spruch. Also das ist ja das, was Cheerleading ausmacht, finde ich. Sag aber statt dem Team, sag Hamed Loco, okay?
Also bei uns geht das so. Clap your hands, stomp your feet, go Hamid Loco. Hey, cool, ey, ehrlich, das war cool. Das war schon gut, okay. Haben wir auch schon mehr überzeugt. Dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit der letzten weiter, bitte. Hallo, mein Name ist Claudia, ich bin 18 Jahre alt und ich mache seit 2 Monaten Cheerleading. Okay, was ist denn Cheerleading genau? Cheerleading ist halt so ein Entertainment, den man die Crowd beim Spielen oder halt bei Auftritten unterhält mit so gesagt Singen, Tanzen. Sie ist voll nervös, die Arme. Ja, deswegen. Das Ding ist, 2 Monate ist echt wenig, ne? Du hast gestern angefangen, ja? Also ich habe jetzt angefangen und bin direkt bei Nahim im Video als professioneller Cheerleaderin. In Instagram-Bio Cheerleaderin schreiben und so. Also, angenommen, du bist die Cheerleaderin, hast du so eine Info, die jetzt noch von den anderen noch nicht genannt wurde? Irgendwas, was wir noch nicht gehört haben? Also, da ich ja relativ neu bin, kann ich das ja noch nicht richtig beschreiben. Hä? Oder warst du einmal beim Training, Bro? Was? Nein, nein, nein. Ich bin einmal jetzt, ich gehe jetzt zum Balletttraining, da kann ich dir danach sagen, wie es war. Man weiß ja auch, was es ist. So. Ja. In welchem Verein bist du denn? TSU Huchting. TSU Huchting. Huchting. Yeah. Was machen die? Für was sind die? Basketball-Event? Chili-Ding. Eigene Ding? Es ist ein eigener Verein in Bremen. Das heißt, ihr macht das nicht für Mannschaften oder so? Nein, nein, nein. Und wer guckt, also dann kommen Leute und gucken sich das an oder wie ist das? Meistens schon, also so ist es halt in Bremen bei uns. Ja, dann zeig mal irgendwas, ja? Was willst du denn sehen? Ja, irgendwas, was du gelernt hast. Was du in den 2 Monaten gelernt hast. Freestyle, mach das, was du am besten kannst. Das, was dir am angenehmsten ist, vorzustellen. Ich kann keine Musik, ich bin neu dabei. Ja, irgendwas, was du gelernt hast. Ey, die Arme, die tut mir ein bisschen leid. Was macht ihr für Übungen, um warm zu werden? Am Anfang müssen wir uns gucken, um zu dehnen. Wenn du neu dabei bist, kannst du nicht einfach direkt ins tiefe Wasser springen. Ja, ja, okay. Ja, aber 2 Monate gar nichts, ist hart. 2 Monate, aber das Training ist auch nur 2-mal in der Woche. So, es dauert nur 1,5 Stunden. Man kann auch in den 1,5 Stunden nicht wirklich. Das sind über 10 Stunden. 12 sogar. Über 12 Stunden. 12 Stunden lang hat sie den Sport ausgeübt und kann noch gar nichts vorstellen. Ja, sie ist schon safe raus, würde ja, ich sagen. Ja, direkt. Die erste, die raus ist. Wir haben unseren Kandidaten. Aber nett, Bruder, nett, weil die ist ehrlich aufgeregt gewesen. Ja, safe. Ja? Deswegen dank dir, aber du bist jetzt einmal bitte raus. Okay, wir haben ja gesehen, du kannst schon was. Mhm. Kannst du auch mal so eine Cheerleading-Choreo zeigen? Also auch mit Sprüchen und sowas? Ja, okay, kann ich machen, kein Problem. Okay. Und die Mannschaft dann ersetzen durch Hamid Loco. Hamid Loco, genau. Achso, ja, ich sag go. Go. Go, Hamid. Go, 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 Hamid. Go. Okay, ja. Sei ehrlich, hat sich das ein bisschen gepusht? Ob es mich gepusht hat? Ich baue das, glaube ich, in mein Intro ein. Ja. Also, ich habe 2 Eindrücke davon. Soll ich ehrlich sein? Ja. Aber wir dürfen es ehrlich nicht übel nehmen, okay? Der Anfang, dieses, komm mal, der war Trash, Bruder. Aber das Ende, wie sie so gestanden hat, das sah professionell aus. Aber das gibt mir wieder diese Turner-Vibes. Ja. Leichtathletin, Turnerin, sowas. Wir müssen die nächste rauskicken. Deswegen würde ich links nochmal sprechen wollen. Na, für mich Mitte. Links, für mich war Mitte wackelig. Okay, dann lass Mitte nochmal sprechen. Wer ist dein Verein nochmal? Also wir tanzen für den Basketballverein Adlan Dragons. Das ist die 2. Basketball-Bundesliga. Kennst du dich auch mit Basketballmannschaften dann aus? Ein bisschen, ja, aber ich mache ja Cheerleading und kein Basketball. Achso. Habt ihr auch Choreos, die nicht geschützt sind? Jetzt gerade nicht, nee. Also wir haben seit Jahren... Dann die früher, ich meine, du machst das ja 6 Jahre. Ja, also wir kaufen die schon immer von der, von NBA-Choreografen. Pro Action oder Choreography Pros heißen die, weil meine Trainerin war Amerikanerin damals, also wir haben jetzt eine neue, und die hat das damals quasi nach Quakenbrück gebracht. Guck mal, das Ding ist, sie sagt, die kaufen das schon immer, ne, diese Tänze, aber welcher Cheerleader-Verein aus der 2. Bundesliga kauft denn bitte Tanzmoves aus der NBA auf? Boah, das Junge, ist ein guter Move. Selbst Bundesliga-Vereine kaufen keine Copyright-Sachen von irgendwas. Das machen die nicht mal in der deutschen Bundesliga. Niemals. Ja, ist ein guter Call auf jeden Fall. Was zahlt ihr denn für so eine Choreo? Ich möchte nicht lügen, so 2.000 Dollar ungefähr. 2.000 Dollar, ja. Okay, aber du kannst doch so ein Teil bestimmt zeigen, oder nicht? Ich darf leider auch gar nichts zeigen. Also das sind, die sind wirklich, könnte verklagt werden davon. Kennst du Freestyle machen? So wie die Dame. Ja, ich kann auch Sidelines zeigen, die wir an der Seite machen, während die spielen. Also dann gibt es ja immer Pausen, wenn jemand gefoult wurde oder so, dann machen wir. Ja, also, dann läuft einmal was zeigen. Oder sowas. Ja, okay. Dann läuft immer Musik. Auch mit Sprüchen und so. Ja, kann ich machen. Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also wir machen verschiedene Sachen, zum Beispiel ganz basic. Dragons. Oder wir machen Dragons. Oder wenn Musik läuft, dann machen wir zum Beispiel so.
Okay, ich habe eine Frage. Wie heißt der Move? Dafür gibt es keinen Namen. Also es sind einfach Sidelines, alles insgesamt, was wir da machen. Gibt es irgendeiner der Kandidatinnen, die was dazu sagen möchte? Aha, da haben wir was. Da möchte wer was entkräften. Zum Thema Choreografie kaufen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, weil wir müssen auch in unserer Chairkasse einzahlen und das sind 10 Euro pro Monat und wir sind 16 Tänzer. Und man hat ja nicht nur dann den Tanz, den man kauft, man hat Kostüme, die man kauft, man hat die Veranstaltung, die man kaufen muss. Da obendrauf reicht das Geld nicht mal Minimum aus. Wir verkaufen immer Kuchen oder Kaffee oder so. Dann zu den Tanzschritten. Also ja, die wenigsten haben fachliche Begriffe, aber zum Beispiel wir nennen einfach, wenn unsere Trainerin sagt, jetzt mach Jack, dann machen wir den Jack. Also das heißt, wir haben so eigene Namen dafür entwickelt, damit wir uns das einfach besser merken können, weil sonst müsste die Trainerin mal machen, so und dann sagt ja, die immer, stimmt, okay, die Trainerin sagt ja nicht, mach Sidelines. Sie will darauf antworten, glaube ich. Ja, aber weißt du, was ich mir denken kann, was sie antwortet schon? Sagt, ja, wir sind zweite Bundesliga, wir haben Sponsoren. Nein, oder SC Paderborn zahlt nicht mehr, die sind zweite Bundesliga Fußball, das ist viel relevanter. Wir zahlen das Geld nicht selber, das kommt von der Geschäftsstelle von den Adler Dragons, die zahlen das für uns. Und man muss ja im Basketball, um überhaupt in der zweiten Basketball-Bundesliga zu sein, ein Kapital haben von mindestens 1 Million Euro. Und deswegen können wir uns das leisten, weil wir das auch beantragt haben. Boah, direkt entkräftet, muss man sagen. Schwere Antwort. Ist echt schwer. Also ich sag dir, die Antwort kam professionell, fand ich. Ich finde sie am besten. Ja, weißt du, was ich krass finde? Ich muss ehrlich sagen, ich gebe ihr die meisten Props, weil sie hat alles gezeigt, Bruder. Es kam wie aus Pistole geschossen. Zeig das die Macht. Und ich mag das, weil das belebt die Folge. Ja. Und ich will jetzt ein bisschen, weil zwischen den beiden ist ein bisschen Feuer. Ich will ein Tanzbattle zwischen euch beiden sehen. Ein Cheerleader-Battle zwischen euch beiden sehen. Zwischen euch beiden. Ich habe auch noch was zu sagen. Also sie sagt die ganze Zeit Cheer, bei uns heißt es Cheer. Also ich will nicht schießen, oder? Aha, Hinten will auch noch was sagen. Hinten will was sagen. Gib ihr doch mal das Mikro. Vielleicht gibt es ein Dreier-Battle gleich. Du hast so bestätigt, heißt es Cheer? Also vielleicht meint sie Chant, weil das ist auch nochmal. Die eine sagt Cheer, Chant. Ja, also Cheer ist alles. Chant ist, wenn du redest und dabei dich... Ja genau, das ist auch das, worüber hast du Cheer oder Chant gesagt? Ich habe es ja gerade schon darauf angesprochen, dass wir in unserer Verein halt unsere Schritte und so selber benennen. Ja, dann lass mal das Battle machen zwischen... Soll ich jetzt erstmal den Chant machen? Nein, ein Tanz-Battle, direkt. Battle. Ich gehe Schiri, ich gehe in die Mitte. Okay. Was? Du willst jetzt gegen mich antreten. Nein, ich bin der Schiri. Ihr müsst einmal ein bisschen Platz machen. Du musst dich hier hinstellen. Wie heißt du, sorry? Saskia-Flasche, einmal hier hin. Okay. Ich stelle aber mit Sprüchen. Okay. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt beide gegnerische Teams, okay? Du supportest jetzt Paris, PSG, und du supportest Napoli, okay? Ihr müsst auch die Vereine benennen. Okay, 3, 2, 1 und dann fängst du an, okay? 3, 2, 1, go! Das war schon sehr, sehr krass. Okay. Die hat damit gepunktet. Die hat safe gepunktet. Ehrlich? Sie jetzt erstmal übertreffen, würde ich sagen. Okay, und jetzt Paris. PSG kannst du auch sagen, okay? Sprich's mal aus. PSG. Richtig. Also wir machen sowas gar nicht. Wir machen, wie gesagt, nur Tänze. Supporte einfach dein Team. Genau. 3, 2, 1. Yalla. Let's go, PSG. Let's go. Let's go, PSG. Let's go. Okay, nice. Ja, ist auch gut. Nicht schlecht. Hier einmal das Mikrofon. Ich gehe wieder zurück. Der Schiedsrichter geht wieder zurück. Stark. Erstmal Applaus für den Stark. Perfekt. Sehr, sehr stark. Von Melody fand ich wirklich sehr, sehr stark. Also, hat mich schon überzeugt. Ja? Ja, wenn ich... Guck mal, sie wollte was dazu sagen noch. Ja, warte, lass mich mal kurz ausreden. Dafür, dass sie eine Mannschaft supporten sollte, hat sie ihre Mannschaft wirklich supportet und so ein bisschen so eingestimmt. Was sagst du zu rechts? Also ich hätte aufgehört zu spielen, so wenn das Nein, Charles, aber es war auf jeden Fall schon mager im Vergleich zu, was wir von Melody gesehen haben. Oh, stell dir vor, das ist einfach die echte. Oh, ich habe ja gerade schon gesagt, wir machen Intros, wo die Spieler dann durchlaufen und es geht ja eigentlich ums Basketballspiel und wir sind ja nur da, um gut auszusehen, zu tanzen, Stimmung zu machen. Also wir stampfen nicht oder so. Nee, ich sag dir, eine Cheerleaderin würde niemals sagen, wir sind nur da, um gut auszusehen. Das reduziert die ja komplett aufs Aussehen dann. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich will nächste Battle sehen, Bruder. Zwischen hinten links und hinten rechts, Digga, ja? Ist stark, hast recht. Ehrlich, nächste Battle, ganz schnell, komm. Okay, Schiri, Schiri geht wieder nach vorne, okay. Schiri geht auch mit ein paar Moves nach vorne, guck jetzt. Ihr macht das. Eva Hamed! Woo! Stampis!
Double Double C, Sub-Zero Double D. Jawohl, Junge. Okay, okay. Shiri ist wieder da. Effia, du supportest französische Nationalmannschaft? Okay. Oder willst du wen anders supporten? Ich möchte Ghana supporten. Ghana? Mhm. Okay, darfst du. Wen möchtest du supporten? Mir egal. Du supportest RB Leipzig, okay? RB Leipzig. Okay. Seid ihr ready? Rechts fängt an. 3, 2, 1, go! Ghana, yeah! Ghana, yeah! Go, Ghana, go! Go, Ghana, go! Hey, stark! Ohne Spaß. Das ist gut. Das war eigentlich nicht schlecht. Das muss man ja erstmal toppen jetzt, ne? Ja. Okay. Bist du ready? Okay. 3, 2, 1, go! Okay, okay, ja. Und der Schiri geht wieder zurück. Sofort, sofort, ja? Lass das mal Hamlet, dass er wieder zurückkommt, mein Bruder. Brr. Schön gesehen. Brauchen wir unsere Expertenmeinung von unserem Schiri? Also ich muss sagen, ich fand beide cool. Ja, okay. Aber ich fand, jetzt in dem Battle hat für mich ghanaische Nationalmannschaft gewonnen. Ich ja? auch, ja. ja. Also ich muss, aber ehrlich, Respekt, dass ihr euch alle traut, was zu zeigen. Das ist echt. Ja, ohne Spaß. Respekt. Das einmal kurz Applaus. Und ihr habt alle gut gemacht. Genau. Ihr habt alle gut gemacht. Okay, da müssen wir jetzt die ersten rausvoten. Machen wir es von dem Battle abhängig? Ich würde sagen, ja. Ja? Ja. Aber mein Gefühl ist immer noch hinten rechts, ne? Ja, ja. Tut mir leid dann, ne? Nein, gell? Bruder, mit größtem Respekt, für mich war sie die Schwächste. Ja. Wirklich? 100%. Sie. Ja. Nein. Wir fragen voll gut aus. Warte, wir fragen nichts. Versuch uns jetzt zu überzeugen mit irgendeiner Info, dass du es bist. Okay, Mikro einmal bitte an. Ja, also ich habe gleich auch noch ein Spiel. Um 19.30 Uhr spielen die Dragons gegen Raster Fechter, das ist ein Derby. Und deswegen muss ich auch gleich schon nach dem Dreh direkt los. Und deswegen das macht sie auch voll authentisch, Jungs. Verpasse ich gerade Game Prep. Also Game Prep machen wir mal vor dem Spiel. Quasi einmal Generalprobe-Training, 2 Stunden vorher. Und wir trainieren ansonsten auch 2x die Woche, Dienstag, Donnerstag. Bruder, weißt du, ich habe einen Brainstorm bekommen. Hm. Pass auf. Du hast einen Brainstorm bekommen? Ja, Brainstorm bekommen. Das heißt nicht so. Das heißt nicht Gedankenblitz. So, ja, okay. Pass auf, ich glaube, gell, wir haben das. Ich habe falsche Bild im Kopf von Cheerleader. Ich glaube, wir lassen uns tricksen, weil die anderen, die sind einfach starke Tänzer. Das ist das Ding, das ist so. Das Ding. Und Cheerleading hat vielleicht gar nicht so viel zu tun mit krassen Dance-Moves, Bruder. Und das, weil, ich sag dir ehrlich, vom Bewegungsablauf war die Ghanesin und Melody war die stärkste, so was Tanzen angeht. Sie war so die stärkste, was so Körperspannung angeht. Ich denke auch, die kann so 3-mal Flick-Flack, Overdeck hintereinander und Rückwärtssalto, denke ich. Und es könnte schon sein, ich weiß, was du meinst, Nahim, dass die einfach die Cheerleaderin ist. So. Das ist das Ding. Das glaube ich nämlich auch. Also ich denke wirklich, Sabrina, du hast jahrelange Erfahrung, aber dir kaufe ich am wenigsten das Cheerleadern ab. Du gibst mir einen krassen Turner-Vibe oder auch Tänzerin-Vibe, aber Cheerleader kaufe ich dir nicht ab, um ehrlich zu sein. Ja. Sehe ich auch so. Sabrina, du bist krass. Das war krass. Du bist krass, aber ich denke, wir sind uns einig. Ja, doch. Oder? Ja. Du bist es einmal bitte raus. Sorry. Ich will irgendwie auch von der Performance her. Fand ich ihr Cheerleader-Ding da so, fand ich besser. Ja. Cheerleader-Ding da? Ja. Hast du gerade Cheerleader-Ding da gesagt? Ja, wie heißt das? Cheerleader-Dance. Chert. Verzeiht damit mir. Damit ich es auf fachmäßig sage, sonst sage ich immer Chair, aber du kannst Scherz da. Okay, verzeiht mir. Ich weiß nicht, ob wir rechts rausbauen sollen, weil sie jetzt schon ein paar wahre Fakten noch angesprochen. Ja, Bruder. Ich habe eine Frage, vielleicht das könnte euch weiterhelfen. Wenn das jetzt irgendwas mit John Love Reis zu tun hat. Ne? Irgendeiner von euch Hebererfahrung? Was für Erfahrung? Wer ist der dünnste von euch? Wer hat die meiste Körperspannung? Hamlet, Sammy, dann packen wir euch jetzt mal auf einen Extension oder auf einen Elevator. Dann können wir euch die Technik zeigen, wie das funktioniert. Du sagst nein, warum? Copyright. Also es müssen schon eigentlich kleinere Personen sein als die Bases. Also es gibt 2 Bases, die stehen immer so, also die haben den Fuß so in der Hand und preppen dann hier hin. Ja, ihr könnt das ja mit ihr machen. Aber mit Sammy? Nein, bei mir ist schon raus, Bruder. Warum? Ey, bei mir, ich hab Scharia zu Hause gesehen, ja? Ich muss Abstand bleiben. Schöne Grüße an, darf man sagen? Ja. Schöne Grüße an Alina. Ich bin, ja.
Also zum Stunten braucht man auch immer drei Personen, zwei Bases, einen Backspot und meistens auch einen Spotter, falls die Person hinfällt, dass man auch auffangen kann. Bruder, der hat richtig viel Fachwissen, Bruder. Wie ist das, Bro? Meinst du? Wie ist das? Guck mal, sie will das machen und sie sagt so, Moment mal, das funktioniert gar nicht. Sie hat das irgendwo mal gehört, weißt du? Und sagt so, lass es machen, aber die andere sagt... Nicht, dass sie jetzt einfach... Gerade habe ich ja den Elevator und den Extensions angesprochen. Das ist eine Hebung, da gibt es zwei Bass-Leute. So, der hat gerade gesagt, dass es zwei Bass-Leute sind, aber es sind vier Bass-Leute. Okay, warte, warte. Zeig den Move nicht. Nein, okay. Zeig den Move nicht. Gib ihr das Mikrofon. Und jetzt erklärst du noch mal kurz, wie heißt der Move? Elevator, das ist die Basis für halt Hebefiguren. Aha. Man geht nach oben. Aha. Und dann kann man halt zum Beispiel einen anderen... Mach mal einen Extensions. Nee, das gibt es nicht wirklich. Es gibt, also du machst die Basis... Beide rasten aus. Okay, warte, warte. Beide rasten warte, aus. Warte. Es gibt Extensions. Nein, nein, nein. Warte, in Mitte einmal Mikrofon, einmal in Mitte. Mitte einmal Mikrofon. Gibt's also, Extensions? Ja, eine Extension. Hey! Raus! So schnell, Bruder! Raus! Schnell, Bruder! Schnell, Bruder! Eine Extension ist, wenn zwei Bases mit einem Flyer hier oben haben und quasi die Arme... Ja, das, ja, das ist die in Mitte. Das ist die in Mitte. Ey, aber rechts recht muss raus. Okay, rechts erstmal raus, ehrlich. Das, was sie gerade gemacht hat mit das hier, ist ein Hi-Vee. Oh! Oh, Bruder, Hi-Vee, Bruder! Und wenn man das nach unten macht? Low-Vee. Low-Vee. Over, Low-Vee. Ey, warte, warte. Mit wie? Das nennen wir Kasten. Ah, okay, schade. Kasten? Ja, also wenn unsere Trainerin sagt, macht einen Kasten, dann wissen wir. Okay, okay. Okay. Ich finde, zu sowas kann man auch einfach nach ihm sagen. Latissimus. Nicht schlecht. Okay, dann lass uns rechts schon mal rausworten. Noch einmal, sie will ein Mikrofon. Eine Sekunde, lass sie rechtfertigen. Also wenn ich euch die ganze Zeit reden höre, die ganzen Fachbegriffe und so, sehe ich euch gestern Abend noch kurz vor dem Schlafen am Googeln. Was passiert hier? Du würdest, du, vielleicht hast du Glück, aber auf Google wirst du sowas niemals finden, weil das einfach so tänzliche Fachbegriffe sind und der Tanz ist einfach nicht so krass wie Fußball oder so. Also für mich ist es auch offensichtlich, dass die rechts es nicht ist, ja. Aber wie sie sich verteidigt und wie selbstbewusst sie sagt, ey, ihr googelt einfach nur und sowas, ich finde das krass. Ich finde das so gut, ne? Sie macht das schon nicht schlecht, aber ja, also für mich ist es entweder Mitte oder links. Links will aber auch noch was sagen. Ich kämpfe hier, weil ich nicht nur mich vertrete, ich vertrete einen ganzen Verein hinter mir. Wow. Wenn ich hier jetzt, wenn ich hier abkratze, dann kann es sein, dass mein Verein enttäuscht wird. Wenn ich jetzt hier rausgehe und die sehen, scheiße, die wurde nicht als Skilehrerin genannt, obwohl ich eine bin. Was soll denn mein Verein denken? Sollen die sagen, boah, wir haben jemanden trainiert, die sieht gar nicht aus wie eine Skilehrerin, kannst du dich präsentieren wie eine? Doch, du hast es ja gut gemacht. Du hast es ehrlich sehr gut gemacht, Digga. Ich bin nicht als Einzelperson hier. Ich habe 200 Leute hinter mir, die für einen spenden, die für einen alles machen, die Zeit die Kuchen kaufen. Die Kuchen kaufen auch noch. Bruder, hier brennt die Luft, Digga. Hier brennt die Luft, ja? Okay, letzter Satz von dir. Ich krieg irgendwie voll das schlechte Gewissen, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich habe meine Position gesagt, ich bin Cheerleaderin und ich muss auch gleich los zum Spiel. Okay. Ja, sie ist es. Jungs, wir machen kurz. Was sagst du, Sammy? Also Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen links und Mitte. Die Performance von links war die bessere. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, es ist Mitte, Digga. Ja, ich habe gelernt, immer der erste Gedanke ist der wichtigste und ich war von Anfang an für, ich fand es jetzt so einen professionellen Eindruck gemacht einfach. Soll ich mir vorstellen, wir stellen ihm eine Cheerleaderin hin, weißt du, die muss was repräsentieren, die muss wissen, was da abgeht. Deswegen bin ich auch für Mitte. Ey, ja, ich gehe jetzt trotzdem mit links einfach, damit es cool ist. Damit er anders links aber hat. Aber wir als Team haben trotzdem uns für Mitte. Ja. Deswegen denken wir, dass ihr beide raus seid und Mitte die Wahrheit sagt, dann machen wir jetzt die Auflösung. Okay. Wir wussten es!
singen. Ich wusste es doch. Jetzt will ich die eine hören, die uns angelogen hat die ganze Zeit mit emotional auch noch. Ich habe ein Team hinter mir. Das ist gar kein Team gewesen. Dann lass uns mal mit rechts erstmal anfangen. Ja. Was war bei dir los? Nicht vorbereitet oder was? Gar nichts. Das war zu spontan. Stark. Wie spontan war das denn? Das ist sehr. Okay. Und bei dir? All Cap. Ja, also, dass die beiden All Cap waren, war auf jeden Fall wahr. Aber ist okay, verzeih ich denen und ich tanze. Ich sehe auch wirklich aus wie eine Tänzerin. Ich tanze schon seit lange. Alles bestimmt, oder? Ja. Okay, korrekt. Überraschung. Bei mir war total, bei mir war teil so. Ich tanze seit 8 Jahren. Ich hatte wirklich 3 Jahre Pause, aber ich tanze im Karnevalsverein MCC Rot-Weiß. Das war auch nicht gelogen. Krass. Was, Entschuldigung vielleicht nochmal? Vielleicht nicht. Du hast dich angelogen. Du warst voll emotional. Du hast uns versucht, auf diese emotionale Schiene zu packen. Ja, also ich tanze, seitdem ich 2 Jahre alt bin. Krass. Was? Mit Windeln? 10 Jahre jetzt. 17, und 4 Jahre Bodybuilding mache ich jetzt weiter. Aber tanzen macht mir halt auch Spaß und das mache ich dann noch so nebenbei. Cool. Nice. Respekt. Und du bist die Echte. Ja, ich bin die Echte. Ich hab, wie heißen diese Dinger? Pompoms. Pompoms? Pompoms, okay. Wusstest du das nicht? Nee. Du? Ja, natürlich. Ach so. Ich hab doch Videos geguckt. Ja gut, nice. Dann dankt euch allen fürs Mitmachen. Wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ich heiße auf Instagram claudia.org. Ich grüße Lara, Nada, Christabel, Adrian, Maya und folgt mir gerne auf Insta, FIA Liaison und ich mache auch Tänze, Auftritte. Ja, ihr könnt uns Flames gerne auf Instagram folgen, The Flames Dancers. Man kann uns natürlich auch für Promotions buchen und wir suchen auch immer Sponsoren. Mein Verein heißt MCC Rot-Weiß -1959 e.V. Ihr könnt uns auch gerne buchen. Wir machen Showtanz gerade in jeder Altersrichtung und auf Instagram heiße ich mex.dy. Ich grüße erstmal meine beste Freundin und folgt ihr alle auf, auf TikTok, UKR-Prinzessa. Ich grüße meinen Vater und checkt alle mein YouTube ab, Ahmed Loco. Danke euch allen fürs Mitmachen, danke euch Jungs. Danke für die Einladung, ich bin hier immer sehr, sehr gerne. Ich fühle mich hier immer voll wohl, ich sag dir ehrlich. Bester Mann, Bruder, bester Mann. Ich feiere die Kombi auch sehr, Bruder. Die Kombi ist nice. Ja. Macht mir sehr Spaß immer mit euch. Ja. Alright, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Dicker.